Letztes Wochenende gab es die große Friedensdemo, Nieder mit den Waffen, so der Titel. 8000 Menschen waren in Berlin zusammengekommen, um gegen die westliche Politik, die Konfrontationspolitik zu demonstrieren. 8000 Menschen, vergleicht man das mit früheren Friedensdemonstrationen, ist das eine sehr hohe Zahl. 8000 Menschen bei 82 Millionen Einwohnern in diesem Land ist es wenig. Es ist auch deshalb wenig, angesichts der hochbrisanten, gefährlichen Situationen derzeit, die wir in Europa ausgesetzt sind. Wir sehen den Ukraine-Konflikt. Der Ukraine-Konflikt ist noch lange nicht gelöst. Auch militärisch ist die Möglichkeit gegeben, dass das weiter aus Kontrolle geraten kann. Nach wie vor ist man im Westen der Auffassung, dass die Ukraine in den westlichen Einflussbereich gehört. Nach wie vor ist die russische Seite der Auffassung, dass das nicht geschehen darf. Wir sehen Syrien, noch brisanter derzeit. In Syrien rasen gewissermaßen zwei Züge, ein Ost- und ein Westzug, aufeinander, rasend schnell und das auf demselben Gleis. Die Möglichkeit, dass Syrien gewissermaßen aus Kontrolle geraten kann, ist riesengroß. Die Russen kontrollieren den syrischen Luftraum. Die Russen stehen auf der Seite der syrischen Regierung. Die Russen haben eine völkerrechtliche Grundlage für ihren Krieg in Syrien, ohne das politisch gutheißen zu wollen. Der Westen bombardiert in Syrien ohne eine völkerrechtliche Grundlage. Wir sehen, dass der Westen dort nach wie vor den Regime-Change anvisiert, also für sich das Recht herausnimmt, zu bestimmen, wer in Syrien eine legitime Regierung darstellt oder nicht darstellt. Wie in vielen Ländern übrigens auch, wo der Westen der Auffassung ist, dass er das Recht habe, darüber zu befinden, wer ein legitimer Regierungschef ist oder eine legitime Regierung darstellt und wer nicht. Mit Hilfe militärischer Mittel kann das auch schwer geändert werden. Die Erfahrung haben wir gemacht mit Libyen, auch mit Jugoslawien etc. etc. Und hier prassen in Syrien eben der Westen und Russland ganz besonders aufeinander, noch viel stärker als in der Ukraine. Wir sehen jetzt, dass auch die NATO selbst in diesen Konflikt involviert wird. Bislang waren es NATO-Staaten, aber nicht die NATO-Infrastruktur. Mit dem neuen Mandat der Bundesregierung zum Einsatz auch von AVEX in dem Anti-IS-Kampf, was nächste Woche seine erste Lesung haben wird, wird die NATO offizielle Konfliktpartei in einem Raum, in dem die Russen sehr, sehr sensibel darauf reagieren. Wir sehen weiter eine Aufrüstung von maritimen Fähigkeiten, von Kriegsschiffen der Amerikaner im Mittelmeer, sowie auch der Russen im Mittelmeer, im östlichen Mittelmeer. Wir sehen die vielen, vielen Zwischenfälle im Ostseeraum, im Mittelmeerraum, im Schwarzmeerraum, zwischen Flugzeugen, zwischen Schiffen, beider Seiten. Das Problem besteht besonders darin, dass durch die NATO-Osterweiterung Russland und die NATO in vielen geografischen Bereichen Berührungspunkte haben. Das heißt, sie haben eine direkte, unmittelbare Grenze. Und das befördert eben auch diese Missverständnisse, die sogenannten Zwischenfälle erzeugen. Das kann ganz schnell außer Kontrolle geraten. Es gab bereits über 40 Zwischenfälle in den letzten 2,5 Jahren. Es reicht ein einziger, um eine Katastrophe auszulösen. Wir sind in einer Zeit, die von vielen Menschen in diesem Land unterschätzt wird in der Brisanz, in der Gefährlichkeit. Es gehen 250.000 Menschen gegen TTIP und CETA auf die Straße. Richtig so, auch das ist noch viel zu wenig. Punkt ist aber, die Friedensfrage wird von vielen, vielen Menschen unterschätzt. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir in einer sehr gefährlichen Zeit leben. Wenn der russische Botschafter in den USA vor wenigen Tagen sagt, dass er davon ausgeht, dass sich ausreichend vernünftige Köpfe in Washington und ausreichend vernünftige Köpfe in Moskau gibt, die einen Atomkrieg verhindern werden, dann zeigt das schon, in welcher Dimension wir uns bewegen, dass solche Sätze überhaupt fallen. Wenn in Washington, im Verteidigungsministerium, im Pentagon bereits Pläne eruiert werden auf einen großen Krieg mit Russland, zeigt das schon, wohin der Zug sich entwickeln könnte. Hier bedarf es wesentlich mehr Sensibilität der Menschen auf der Straße, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren und der Bundesregierung abzuverlangen, dass sie ihren Kuschelkurs gegenüber den Amerikanern einstellt, dass die Bundesregierung, dass Deutschland endlich eine ehrliche, unterstreiche, ehrliche Vermittlerrolle einnimmt zwischen Russland auf der einen Seite und zwischen den westlichen Staaten auf der anderen Seite. Europa ist ein Kontinent, der sehr sensibel ist und wir alle wollen in Europa leben und wir wollen in Sicherheit leben. Europa kann nicht das Opfer eines Schachspiels zwischen Russland und zwischen den USA werden. Wir brauchen Frieden von Wladiwostok bis Lissabon. Das heißt eine eurokontinentale Orientierung mit Stabilität und Frieden.